bist und bliebst im Mingasil, Victoria Mehr. Wir haben seinen Weg schon länger verfolgt. Auch im Winter hatten wir schon das ein oder andere Gespräch geführt, weil er da bei Heracles Almelo nicht 100% zufrieden war mit seiner Situation dort. Sind eigentlich seit dem Winter immer mal wieder lose in Kontakt geblieben und freuen uns sehr, dass wir ihn jetzt zum Start des Trainings am 6.8. eben verpflichten konnten. Ja, er ist ein richtiger Verteidiger, ist sehr zweikampfstark, kopfballstark. Ich finde, dass er auch eine überragende Mentalität mitbringt. Und deswegen sind wir alle davon überzeugt, dass er uns verstärken wird. Wir hatten frühzeitig Kontakt schon, haben den Kontakt auch gehalten, habe mich mit dem Thema auseinandergesetzt. Ich finde, das ist ein spannendes Projekt und hoffe, dass wir eine erfolgreiche Saison spielen. Deswegen habe ich mich für den Schritt auch entschlossen. Ich glaube, ich bin ein sehr robuster Spielertyp, habe aber auch viel technisch dazu gelernt in den 2 Jahren. Holland ist ein anderer Fußball und ich hoffe, dass ich mich mit meinen Stärken gut einbringen kann. Ähnlichkeiten sehe ich wenig, weil es ein anderer Fußball, der dort gespielt wird. Aber natürlich, ich kam aus der 3. Liga, natürlich hat man da mal ein Auge rübergeworfen, klar. Ich kenne André Day, sonst auch vielleicht noch ein, zwei, gegen die man mal gespielt hat. Die Fußballwelt ist ja nicht so groß. Und ja, ich freue mich auf die Stadt, ich freue mich auf die Jungs, ich freue mich auf den Trainer und kann es kaum erwarten. Du bist und bliebst im Mingasil, Victoria Mehr.